Die US-Handelskammer in der südchinesischen Stadt Chengdu hat auf Weisung der Behörden ihre Arbeit einstellen müssen. Nur 48 Stunden Zeit habe das AmCham-Team gehabt, um die Niederlassung zu schließen, berichtet die South China Morning Post. Der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko erwartet eine große Waffenlieferung aus Russland, darunter Dutzende Kampfflugzeuge, Hubschrauber und Luftabwehrsysteme. Die Zahl der wetter- oder klimabedingten Katastrophen ist seit 1970 deutlich gestiegen. Zwischen 2000 und 2009 waren es fünfmal so viele wie in den 70er Jahren, wie die Weltwetterorganisation am Mittwoch in Genf berichtete. Stürme und Überschwemmungen machen fast 80% dieser Katastrophen aus. In Sandžak Novi Pazar in Serbien wurde ein türkisches Generalkonsulat eröffnet. Der türkische Außenminister traf auf seinen serbischen Amtskollegen, der betonte, dass diese Geste eine Vertrauensbasis zwischen den beiden Ländern schaffe. Ein Flugzeug der Qatar Airlines ist mit seinem Technikerteam am Kabuler Flughafen gelandet. Das Technikerteam soll untersuchen, was erforderlich ist, um den Flughafen wieder in Betrieb zu nehmen. Derweil konnten sich die Taliban und die Kräfte von Ahmed Massoud bisher nicht einigen, die Kämpfe dauern an. Eine der prominentesten Schauspielerinnen Chinas ist über Nacht aus der Öffentlichkeit des Landes so ausradiert worden, wie man es sonst von politischen Säuberungen kennt. Die Kinofilme und Fernsehserien, in denen Zhao Wei in den vergangenen 20 Jahren mitgespielt hat, sind auf Streaming-Plattformen nicht mehr erhältlich. Die bekannte chinesische Modefirma Shein leugnet, dass sie bei der Auswahl von Arbeitern Uiguren benachteiligen würden. Es wäre eine andere Werbeagentur für falsche Jobanzeigen verantwortlich. BBC berichtet, wie China bereits versucht, den Genozid an Minderheiten zu vertuschen. Internationale Aufmerksamkeit erlangten auch Jobanzeigen, wo die Annahme von Uiguren und anderen Minderheiten kategorisch abgelehnt wird.